Oh, wir sind ja jetzt im Labyrinth Verde, in Nova Petropolis. Geh jetzt mal rein ins Labyrinth. Und ja, jetzt bin ich drin im Labyrinth hier in Nova Petropolis. Mal sehen, ob ich mich wieder herausfinde. Okay, hier geht schon mal nicht lang. Also, wieder umdrehen. Also, jetzt. Schauen wir mal, ob es hier lang geht und ob ich dann in die Mitte ankomme. Das Labyrinth in Nova Petropolis befindet sich 36 Kilometer von Gramado, ja, dort, was das eigentliche Reiseziel war, hier im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Denn dort war die Skihalle, dort geht es auch jetzt gerade nicht weiter. Da geht's weiter, hier gibt es auch einen Weg. Ich glaube, nein! Genau, also ich versuche es mal hier lang. Weil ich glaube, dass es eventuell hier weitergeht. Mal schauen. Ups, hier geht es nicht weiter. Okay. Also umdrehen. Dort auch nicht, wie man sehen kann. Also, schauen wir mal hier. Ja, genau. Also im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens befindet sich dieser Garten. Ups, okay. Also, ah doch, hier geht's rechts herum. Oh ja, es gibt einen Weg. Super. Ah, im Hintergrund spielen sie brasilianische Musik. Ja, präsentiert von Sören Gelder und SörenGelder.com, die sein Leben weltweit dank Internet und Laptop machen. Ich gehe jetzt mal einfach hier lang. Bisher ging das ganz gut. Kommt immer näher an die Mitte heran. Ups. Ja, hier ging es jetzt gerade nicht weiter. Also, umdrehen. Schauen wir mal hier, ob es hier weitergeht. Oh, ja, nicht so einfach, bis in die Mitte zu kommen. Nein. Also hier war es jetzt auch nicht. Probieren wir es mal hier im grünen Labyrinth in Nova Petropolis, wie man dort lesen kann. Tja, jetzt. Ja genau, also bisher noch nicht in der Mitte angekommen, ich mache jetzt mal einen Stopp. Wenn ich in der Mitte ankomme, dann filme ich mal weiter. Puh, heiß hier, 30 Grad. Ah, so, okay. Ich habe jetzt gerade mal eine Pause gemacht. Hier im Labyrinth. Und ich sehe, dort ist der Stein, wo man sich draufsteigen kann. Das ist die Mitte, also es muss hier nebenan sein. Und jetzt habe ich es endlich gefunden. Ja! Angekommen. Oh, im Labyrinth Verde, Nova Petropolis. Was ist von Sörngelder? Von Sörngelder.com. War nicht ganz so einfach, hierher zu finden. Es gibt hier einige Wege, ja. Wie man sehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hecken, ja, sehe ich hier, die mich hier von dem Aussichtspunkt getrennt haben. Ja, mir ist ein Mann begegnet, der meint, er finde nicht zurück. Ja, kann schon mal vorkommen, ja, bei 6 Hecken, die hier und dort enden. Ja, das hat übrigens ein Deutscher hier hingepflanzt. Das wollten sie wegmähen, wegmachen und hat sich auch wiederum ein anderer Deutscher eingesetzt dafür, dass das Labyrinth hier bleibt. In Nova Petropolis, im Süden Brasiliens, im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Ja, das soweit von mir. Angekommen.
habe mich zurechtgefunden im weltlichen Labyrinth von Nova Petropoli. Eine Reise wert. Allerdings bietet Gramado mehr, muss ich sagen. Es gibt dort viele verschiedene Attraktivitäten. Ja, die finden Sie ebenso auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss, sagt Jörn Gelder.